zum Holz machen, haben wir hier ein kleines Beil. Das nehmen wir mit. Und eine Handkettensäge. Probieren wir die mal aus, wie die geht. Und ja, schauen wir mal. Hier haben wir noch eine kleine Handsäge zum Aufklappen. Die nehmen wir mit, um Äste durchzuschneiden. Probieren wir auch mal aus, wie die geht. Ist nicht teuer, kostet 7,50 Euro. Nehmen wir mit. Und dann brauchen wir natürlich noch den Ofen, der ist hier mit drin. Den holen wir auch mal raus. So, so. Ein Lappen braucht man immer. Eine Grillplatte fürs Feuer. Probieren wir auch mal aus. Was einen sauber macht, eine Bürste. Das ist wichtig. Der 90 Grad Winkel fürs Ofenrohr. Und der Ofen. Nehmen wir raus. Hier ist auch noch was, um einen Topf aufs Feuer zu stellen. Kann man auch immer mal gebrauchen. Heringe, was nicht alles. Spanngurte. Aber wichtig ist. Der kleine Ofen zum Kochen. Und als Grill geeignet. Probieren wir mal aus. So, hier ist der Ofen. Machen wir als erstes mal den 90 Grad Winkel dran. Der ist dran. Dann wird dort einfach das Ofenrohr dran gesteckt. So sieht's aus. So, das ist das Setup. Ich krieg langsam Hunger. Ich geh mal Holz holen. Kommst du mit? Auf geht's. So, zuerst mit der Säge. Ne? Mhm. Mit der Klappsäge. Dann fangen wir an. Probieren wir. Original Obi? Original Obi. Ob die was taugt, keine Ahnung. Und geht die einigermaßen gut? Mühselig, würde ich sagen, mit dem Ding. Und, was sagst du? Schrott. Ne? Schrott, ja. Schrott. Würde ich sagen. Der hier, was würdest du sagen? Durchmesser? 7 cm ja, oder so, ne? Ja, locker. Mhm. Probieren wir mal, wie der geht. So, Schlaufe drin. Und dann gucken wir mal. Geil. Auf jeden Fall nicht. Die Handsäge ist scheißdreck dagegen. Probieren wir das hier. Willst du mal probieren? Geht gut. Ja, ich probiere es gerne. Probier du mal. Okay.
Ja, gut. Das Ding taugt was, hä? Ja. So, die Axt eigentlich nur zum Spalten, ne? Dass es besser in den Ofen passt. Gut. Fiskars halt, gute Qualität, ne? Das nehmen wir so mit. Ups. Gut. So, ja, also ein bisschen reisig. Ein bisschen reisig. Finden wir ja überall. Ist trocken. Stopfen wir damit rein. Richtig voll stopfen. Und dann so kleines Zeug hier, so kleine Stöckchen findet man ja auch überall. Schauen wir mal. Also ist hier. Feuerbestattung 2000 von Lulsch. Gucken wir mal, ob das schon reicht. Unten bleibt auch, oben zu. Im Schattenbild sieht man schon. Und hier oben sieht man auch schon zieht. Aber man hört schon. Tuckli zieht super. Und dann kann man ja auch größere Stückchen reinhauen. Mal sehen, wie lang es braucht. Genau. Um heiß zu werden. Machen wir hier mal so und gucken wir nach oben rein. Beim Boot. Du darfst nicht vergessen, dass das ein Campingtisch ist. Ja, ist ein Campingtisch und der wackelt, aber der hat hier so Arretierungen. Wenn die reingedrückt sind, so, klack, dann hält er. Zumindest im Moment, ja. Also wir haben das Ganze ja als Low-Budget-Tour geplant, ne? Mhm. Low-Budget-Tour, der Ausbau war ja schon Low-Budget und der Tisch hier ist auch Low-Budget. Gab's bei? Ich weiß es nicht. Ein Baumarkt, bekannter Baumarkt mit 3 Buchstaben. Ah. Für 19,95 zum Klappen. Ja. Warum nicht? Talk doch. Der Ofen war ein bisschen teurer, 65 Euro. Und der Rührfix 15 Euro auf dem Flohmarkt. Jo. Sozusagen der Ersatz für einen elektrischen Mixer. Funktioniert auch einwandfrei. Kommt der Bauer auch mal ins Fernsehen. Ja, genau. Wer weiß. Vorteil oder gedacht ist es natürlich, das Ganze ist CO2-neutral. Ne? Wir sammeln Stöckchen, schmeißen die da rein, ein paar Äste, die als Totholz rumliegen und damit Feuer machen. Ne? Das ist ja eigentlich gut. Kostet nichts, braucht ein bisschen Zeit, aber ökologisch sinnvoll. Ne? Ja. Ja. Dauern die auch so lange? Keine Ahnung. Du hast doch Zeit. Hast du sonst nichts zu tun? Ich habe aber auch Hunger. Frauen können ungemütlich werden, wenn sie Hunger haben. Jo. Willst du Handschuh? Nee, brauchst du nicht. Ist ja heiß. Ich habe doch Teflon mit keinem weißen Look. Der erste eigene Outdoor-Café, ne? Mhm. Auf CO2-neutralen Holzofen. Ja. Lange habe ich drauf gewartet. Dankeschön. Dankeschön. Cool. Ja. Ich finde es cool. Ja. Ich habe Hunger. Ja, ich auch. Zum Kaffee. Ja. Ich glaube, das dauert sowieso. Die Pfanne muss noch ein bisschen warm werden. Ja.
Ich glaube, jetzt hat alles so seine Betriebstemperatur. Ne? Der Ofen ist heiß genug, die Pfanne ist heiß genug. Ich glaube, schon ein Unterschied. Ne? Ja, schon ein Unterschied. Also der zweite deutlich besser. Mhm. Der ja. Warum ist der zweite Pfannkuchen oder der dritte immer besser als der erste? Schreibt es unten in die Kommentare. Wir sind gespannt. Also der ist deutlich schneller, ne? Ja. Fast schon zu heiß, ne? Nö. Ja, weil hier so schwarz, ne? So. Ist ja nicht schwarz, braun. So, wenn es euch gefallen hat, liken und Daumen nach oben. Ne? Würde ich mal sagen, oder? Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh, da ist ja schon wieder Neujahr.